Okay, mal gucken, wo der uns lang schickt. Ah, da oben. Sieht er doch. Ah, da stehe ich. Sehe ich ihn doch so. Da oben steht er. Die ganzen Statuen im Schloss scheinen uns auf einmal feindlich gesonnen zu sein. Seid bitte vorsichtig. An diesen Rüstungen scheint kein Vorbeikommen zu sein. Frage ich ihn mal. Vielleicht kann der ja den Takt vorgeben. Achtung! Brust rein! Ach nee, warte mal. Brust rein, Hose raus. Raus. Hä? Ah, und Bauch raus. Und Bauch raus, ja, toll. Nein! Das ist gut. Brust rein, Bauch raus. Das ist der Sixpack-Mode. In die Ausgangsposition! Und dann... Auf zum Waschbeckenbauch. Auf zum Hackbraten. Nach euch. Auf zum Brokkoli. Okay, mal gucken. Da sind drei Fragezeichen. Bloß. Das ist doch nicht wahr. Also gut, wie kommen wir hier raus? Ich befürchte, dass wir hier nicht so einfach rausspazieren können. Die Tür, die am Ende des Ganges liegt, wird nämlich durch eine ganz spezielle Vorrichtung verborgen. Was für eine Vorrichtung? Seht her. Und jetzt. Hip, hip, hip. Wow, es ist einfach dunkles Feuer. Es ist fortgeschrittene Dunkelheit. Die Laterne hat sich gesenkt. Das hat sie in der Tat. Oh, wenn wir es schaffen, alle Laternen in diesem Durchgang anzuzünden, würde sich die geheime Türe öffnen. Aber wie ihr sehen könnt, brennen die Laternen bereits mit einer verzauberten Flamme. Ihr müsst die verzauberten Flammen löschen, bevor ich die Laternen auf normale Weise anzünden kann. Können wir sie denn nicht einfach mit Wasser löschen? Donnerwetter. Ich befürchte, das alleine wird nicht funktionieren. Vielleicht mit Tee. Da ist doch Tee bestimmt drin, oder nicht? Ja. Aber wenn ihr die Kraft des Lichts benutzt... Ach, wir haben keine Kraft des Lichts. Ich probier's mal mit dem Schlüsselschwert. Hi-ja! Und jetzt sie angezündet. Perfekt, das ist... bravo. Bravo! Um die verzauberten Flammen zu löschen, nahe an die Laternen herangehen und das Situationskommando alle zusammen benutzen. Lass mich da raus! Nur noch drei Laternen. Wenn wir gut zusammenarbeiten, haben wir die Türen im Nu geöffnet. Ein Kinderspiel. So leid es mir tut, aber so ganz so einfach ist es leider nicht, mon ami. Ihr könnt schließlich nicht erwarten, dass von Unrüd ewig dort von dieser Kürbel herabbommelt. Kurbel. Ich schaff das schon, Lemir. Du hast Wachs in den Armen, nicht ich. Haha, ich mag diese... diese Flachwitze. Ein High Five für ihn. Ja, genau. Das tut aber weh bei, ne, Lemir. Achso, aber bei dem anderen geht's ja. Wenn er müde wird und er runterfällt, werden alle nicht angezündeten Laternen wieder nach oben zur Decke gezogen. Bevor ihr weiter könnt, müsst ihr nach von Unruh sehen. Wenn er wieder zu Kräften kommt, dann hängt er sich wieder für euch an die Kurbel. Ich gebe den Snickers. Mit einem Situationskommando aufpäppeln, also einen Snickers geben, gewinnt Herr von Unruh wieder an Kraft. Dann wollen wir das mal versuchen. Die Erklärung dauert einfach 14 Stunden, dabei ist es so easy. Hängt er schon? Er hängt schon. Schnell. Hä, was fehlt denn jetzt? Achso, die muss auch mitkommen. So, mindestens. Alle müssen mithelfen. Mit alle meinen sie eigentlich nur die. No, das klappt nicht. Es klappt nicht. Alles klappt. Komm nie. Geschafft! Die Erklärung war länger, ne? Als das einfach zu tun. Sind wir fertig? Oui, die geheime Tür sollte sich jetzt öffnen. Da oben ab! Aber ich sehe nirgends eine geheime Tür. Nur keine Sorge. Muss er wieder schreien? Achtung! Ihr müsst nur auf den Steinblock drücken, der dort ein wenig hervorragt. Ja, nur. Klar, ich mache auch immer solche Geheimtüren. Geh nicht dran, das ist eine Falle. Und jetzt kommt dann Boxhandschuh raus. Zack! Schade. Wäre lustiger gekommen. Das will doch jeder du sehen. Du meinst einen Motivator? Ja, ein Motivator.
Nun dann, ich werde einen Rundgang durch das Schloss antreten. So lange schon blieb mir das verwehrt. Ich entschuldige mich ebenfalls, meine Lieben. Seht euch vor den Herzlosen vor. Naja, stellt euch einfach in der Ecke und tut so, als wärt ihr Gegenstände. Ich glaube, die essen keine Gegenstände. Das Gemach des Herrn liegt am hintersten Ende des Westflügels. Ich werde vorausgehen und auf euch warten. Das ist gut. Ich muss aber ein Stück zurück. Hier gibt es mehrere Dinge. Eins davon schwebt dort in der Luft. Da wir jetzt schon den ersten Highjump haben, brauchen wir nicht mal tricksen. Tricksen, vor allem. Also ich meine natürlich. Alles bleibt egal. Solange du gut bist. Erwachen. War am Anfang noch was, was ich verpasst habe? Nö. Eigentlich nicht. Gut. Dann wir gehen weiter. Und hepp. Jetzt können wir nämlich auch hier hochspringen. Mit dem neu gewonnenen Hochsprung-Skill. Übersetzt Sportsfreund. Luzidsplitter. So, Westhalle. Wir sind wieder an der Westhalle. Jetzt sind wir hier. Naja, da der Typ weg ist, der Hallo sagen kann. Ha, was ist das denn? Hallo. Dafür, dass er plötzlich aufgetaucht ist. Das war gar kein Hallo. Ja, muss das mal verprügeln. Da war ein Ablitamin drin. Abli. Man kriegt ja in dem Spiel wirklich ziemlich viele Ablitamine, im Gegensatz zu dem anderen Teil. Aus dem Grund ist es so sinnlos, die für... Oh, was falsch liegt. Was anderes zu verwenden als für sich selber. Man braucht die auch, man kriegt einfach tausende von Fähigkeiten. Ach, guck, da kommt auch einer raus. Ich dachte mir schon. Oh, warte. Greif mal. Wenn wir schon mal hier sind. Guck mal, wir haben unten jetzt schon noch 5 Leisten, also insgesamt 6. Mithrilsplitter. Mhm. Ja, immer mehr Gegner, bitte. Mehr Gegner gleich, mehr XP für die Form. Und ich hoffe, ich fliege so sofort wieder raus, weil wegen, ne? Drive-Leiste sparen. Wie einfach flex mit seinen Backflips. Oh, da ist jemand. Von der Organisation. This castle, your precious rose, and then your life. Da ist der Reißverschluss. Feed your anger. Only anger will keep you strong. I've had enough of strength. There's only one thing I want. What? To love and be loved in return. Who could ever love a beast? See? She has accomplices. Die können auch immer solche Schutzzauber machen. Und dann hauen sie aber ab. Erstmal müssen wir verprügeln. Das sieht jetzt mal aus, als würde er eine Tracht prügeln. Der kommt erst wieder zu sich, wenn man ihn verprügelt hat. Die Musik sagt auch ja. Oh, das Gute, ich habe noch ein bisschen Form. Leider nicht mehr viel, aber... Und gut, ne, wie man ihn einfach im Stunlock halten kann. Energie! Gewonnen, tragbare Rüstung um 1. Jawohl, noch zweite Rüstung. Wir haben nicht mal eine zweite Rüstung. Wir sind einfach nackend. Cogsworth, what happened? Well, Master, you see, that is, how shall I say, actually, Und jetzt nochmal auf Deutsch? Achso. Who was that guy you were talking to? The one in black. Zaldin. Zaldin, ja. That's his name.
He came from the darkness. He used my anger to control me. He took all my sorrow, my sadness, my pain, and turned it all into rage. There was nothing I could do. I could no longer see the truth. We'll all be. That must be why you threw all of your friends down there into the dungeon. You wanted to make sure that you didn't hurt them, right? Was that it? Was it to protect them? Sure. We know you're good inside. Du kommst auch, was he's right, Master. We've all seen how kind you can be. After all, Bell can see the goodness in your heart, but I'm afraid you've yet to... Bell. I've mistreated her. I've mistreated her and been so selfish. She didn't say anything about that. She'd never tell anyone of my cruelty. She's too good. You see, I'm afraid he judges himself far too harshly. Why don't you just go talk to her? But... No excuses. Come on, we'll go with you. Oh, ist er in der Gruppe? Oh, er ist ja nicht in der Gruppe. Was ist da nur passiert? Er hat auf jeden Fall was Gutes gekriegt. Da der eh keine Items benutzt. Defender-Schild erhöht die Abwehrkraft in kritischen Situationen um den Wert 3. Oh, 3! Übertreib nicht. Oh, warte, ich kann den Champion-Gurt klauen. Macht keinen Sinn, der Champion-Gurt ist scheiße. Wir hätten am Anfang verlieren sollen. Aber... Ach so. Dann nennen wir mindestens plus einen Attack. Alle, Kiste. Ja, okay. Pyrop-Splitter. Endlich haben wir einen davon. Was mit ihm? Sperre das bitte ab. Die Ritterrüstung in der Westhalle sollten euch nun passieren lassen. Bitte geht und seht nach Bell. Beeilt euch. Na gut, speichern wir es auch. Weißt du, was wir mal machen? Wir gehen mal einmal in Jimmys Tagebuch rein und gehen zu den Puzzleteilen. Ne, da nicht. Unter den richtigen Puzzle-Modus. Vielleicht haben wir schon ein paar Dinger. Huch, da ist er schon. Mhm. Hm, ich könnte mir vorstellen, es fehlt nur noch ein Teil! Ein einziges. Ah, okay. Kann ich mir gar nicht Herz. Vorstellen, wieso. Aber wir haben schon Herz. Du kannst das drehen, ne? Ah. Nee, weiter runter. So, sieht doch besser aus sofort, wenn man es gedreht hat. Den Rest machen wir natürlich später. Warte, da ist noch was neu wieder. Achso, Pyrop später, ja. Ja, echt, hätte die auch nicht gehört. Oh nein, T, jetzt nicht du auch noch. Ja, Kerry, warum haben wir nicht auf T gehört? Ja, Sandro, warum hast du nicht auf T gehört? Wir haben 5 Stunden 55 schon Ingame-Zeit zumindest. Komm, ein Gegner? Keine Gegner. Dann, wieso hast du auf T gehört? Ich wollte ja, aber man hat mir die Informationen falsch weitergegeben. Ja. Ich war mitten im Kampf. In einem Struggle-Turnier. Ich hab gestruggelt halt. Ich hab auch gestruggelt. Wir sind uns einig, Sinaino hat schuld. Oh, arme Sinaino. Jetzt wird die Schuld. Einer muss schuld sein. Jetzt wird die Schuld auf Sinaino abgeladen. Okay, dann ist Alex schuld. So. Ganz bestimmt. Er war nicht da, um uns das noch einmal mitzuteilen. Ja, ganz genau. Die Tür war schuld. Ah, die Tür. Ja, da haben wir doch ein richtiges Opfer, was ich nicht werden kann, meine ich. Nicht, natürlich. Okay, dann mach die Tür halt. Ein Lunasplitter. Dup-dup. Komm her. Aua, du sollst sie. Ich dachte, du komm her, kommt direkt runter und sticht mir ins Auge. Mit dem Messer, ne? Ja, ich meinte das nur. Metaphorisch, dass er runterkommen soll. Also herkommen. So, wir müssen
wieder back zum Beast, würde ich sagen. Quatsch, zu Bell. Zu der Glocke. Ab zu Glocken. Aber droppen tun die echt gut. Das ist so die Drop-Chance, wie wir in Kingdom Hearts 1 aufgehört haben. Mit 3 Teile Glücksboost. Boah, aber ich brauche unbedingt irgendwas sowas wie Charmeur im ersten Teil. Sowas brauche ich hier auch. Charmeur. Heißt wahrscheinlich sogar Charmeur. Was heißt denn Charmeur? Bitte willst du mal nur Trick? Abverkauf! Ja. Mit 28. 128. Schade. 28. Nur 28, das geht ja noch. 28.